Spiel. Tales of Arise. Danke. Damit ihr auch im richtigen Fenster seid, weil F14 ist nämlich nicht offen. Ich wollte gerade sagen, warum geht's jetzt nicht? Ich hab Vieh, das erwachsen geworden ist, juhu! So. Beim letzten Mal haben wir jede Menge Nebenquests gemacht. Und irgendwas Seltsames ist vom Himmel gefallen. Wir wissen aber noch nicht, was es ist. Wir wissen nur, dass es uns den Arsch versohlen kann. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal noch eine Nebenquest. Beziehungsweise sind es zwei Nebenquests. Und danach würde ich sagen, machen wir Hauptstory. Ach ja, lange nicht mehr am Strand gewesen. Wir. Lol, ich stehe in der Kuh drin. Ich habe einen Bug gefunden. Okay. Genug mit der Kuh rumgespielt. Notio, bist du's? Endlich bist du zu Hause. Was? Verzeih, ich glaube, ich bin nicht der Richtige. Ich heiße Dualim. Wie es der Zufall will, bin ich neu in diesem Gebiet. Oh, seid ihr diejenigen, die die Zwerge vertrieben haben? Tut mir echt leid, mein Fehler. Sorge dich nicht. Dich beschäftigt doch aber irgendwas, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, dass ich frage, aber würdest du mir ein wenig über diesen Notio erzählen? Ich kann nicht, ich... Es ist schwierig, darüber zu reden, ja? Wir sind eine Gruppe umherziehender Außenseiter und haben viel gesehen. Und schockiert so leicht nichts. Nun ja, in dem Fall... Ich heiße Kagari. Notio ist mein Geliebter. Er ist aber Renea. Aha, dann ist klar, warum du gezögert hast. Ich nehme an, ihm ist etwas passiert. Vor ein paar Monaten noch trafen wir uns heimlich außerhalb des Dorfes, aber seither ist er nicht mehr zurückgekehrt. Letztes Mal war alles doch wie immer, also weiß ich nicht, was los ist. Und Notio, was ist dir nur zugestoßen? Er arbeitete als Wache in Pleion. Ich fürchte, er könnte... Ganz ruhig. Es kann eine Reihe von Gründen geben, warum er nicht zurückgekehrt ist. Auf jeden Fall fasziniert mich deine Geschichte. Ich kann deinen Schmerz nachempfinden. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Wirklich? Würdet ihr das für mich tun? Gerne. Überlass uns diese Angelegenheit. Vorerst machen wir uns auf den Weg nach Pelegium. Dort suchen wir nach Aufzeichnungen, die uns vielleicht sagen, wohin er gegangen ist. Gute Idee. Damit machen wir uns auf den Weg. Mit etwas Glück kommen wir bald schon mit Neuigkeiten zurück. Ja, lieben Dank. Der vermisst die Liebhaber. Vielleicht hat er aber auch seine Gründe wegzurennen. Aber das sagen wir ihr mal noch nicht. Es ist so schrecklich. Unsere Küste ist total verwüstet. Was ist denn los, der Herr? Ein riesiger Vogel peitscht gewaltige Tornados in die Welt und zerstört dadurch alles. Das klingt für mich nach einem Zirkel. Was für eine Schande. Es war hier mal so friedlich. Seht ihr das ganze Treib und Strandgut, das an das Land gespült wurde? Das heißt doch, Vögel mögen glänzende Dinge, oder? Ich schätze, fliegende Zirkel denken wie Vögel. Jedenfalls können wir nicht fischen gehen, solange uns diese Wirbelstürme zu schaffen machen. Wir stecken in große Schwierigkeiten. Okay. Machen wir. Keine Sorge, der Herr. Wir blasen diese lästigen Tornados zurück, wo sie hergekommen sind. Wenn die wirklich von einem Vogel zurückkommen, gibt es auch für mich ein schönes und einfaches Ziel ab. Meine Güte, wie mutig ihr zwei Frauen seid. Wenn ihr euch wirklich zur Küste traut, dann seid aber vorsichtig. Müssen wir dafür aufs Wasser oder müssen wir einfach nur... Ja. Wir geben mir mal Priorität der Quest. Hm.
Tuaküste. Okay, also da, wo wir gestartet haben, quasi. Für dieses Gebiet. Konosaki. Donna Deai. Zügeldau. Ja, so. Motosaki noch. So habe ich das Gefühl, dass es wieder irgendein Riesenviech ist, für das wir viel zu schwach sind. Habe ich eigentlich noch genug Objekte? Ja. Ich glaube, wir haben auch noch die Verteidigung mit drauf. Wir haben vom letzten Mal ja noch den Kocheffekt. Dadurch müssten wir eigentlich noch erhöhte Verteidigung haben. Das war das, was ich gerade erzählt habe. Das ist das Zeichen dafür, dass der Effekt vom Essen noch anhält. Und desto weniger Zeit uns mit diesem Effekt noch bleibt, desto dunkler wird dieses Besteck, was da ist. Und wir sollten eigentlich noch genug Zeit haben. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwo den Effekt sieht, was man drauf hat. Nee. Achso, das, du hast Hunger. Nee, ich hab schon gegessen. Einer der seltenen Fälle, dass ich mal vorm Stream gegessen habe. Aber ich dachte, so hätten wir wenigstens mehr als genug Zeit. Habe ich Sturmbringer 42. Okay, schwächer als das letzte Vieh, was wir da beim letzten Mal hatten. Shion ist mit in der Gruppe, das ist schon mal gut. Und ich habe meinen Controller wieder unter Flügel. Shion ist nämlich gegen fliegende Gegner. Ich muss aber einmal für euch nochmal kurz was runter machen. Heute gibt es Vogel und Spieß. Okay, dieser Vogel will nicht. Jo, das war ja sehr schön. Ich hoffe, dass wir hier diese komischen Viecher irgendwie als erster Platz kriegen oder dass er nicht nochmal welche neu nachnimmt. Nein, 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 nein. Lass ich nicht von den Dinger treffen. Na, ich dachte noch, lass ich nicht von den Dinger treffen. Rein, lass rein, lass rein. Ja. Okay, Bußbrecher zählt schon mal nicht für die kleinen Vögel. Aber egal. Trotzdem mehr Schaden. So, dass die Viecher nicht zaubern, nehmen wir auch ihre Fähigkeit. Und jetzt ist es nur noch der Obermarker. Hilfe. Obermarker will heute runterkommen. So, jetzt die Tor. Das war dumm. Das läuft genauso wie im neuen FF14 Raid. Ich werde gleich wiederbelebt, keine Angst. Für die, die dieses Spiel noch nicht kennen. Ja. Tada. Kein Fußbrecher? Okay. Nein! Das war im falschen Moment. Kacke. Nee, die Frage hast du noch nicht gestellt, glaube ich. Ich benutze auf jeden Fall zum Logitech. Warte mal. Kann ich jetzt gleich sagen? Logitech Wireless Gamepad F710. Ist schon älter. mein Glühwein. Ein Glühstein. Oh Gott, dampfte. Wie geil. Danke.
Das Frischwasser ist da. Oh mein Gott. Hm. Das schwangere Frischwasser. Guck, guck, Mama. 12. Monat. Ja, dann kommt's ja bald. Ja, guckt schon raus. Silvesterkind. Elephant. Ja. Ah. Ultros, ein frisches Glühwein erscheint. Jo. Ja, in der Tat. Ja. In der Tat. Ein frisches und ein Glühwein gehen Hand in Hand. Oh Gott. Ich sehe schon gleich so eine Hand in meinem Gesicht kleben. Es wird ein Elefant. Der Rüssel ist schon zu sehen. Oh ja. Hi. In der Tat ist es das. In der Tat. Ist aber nur ein Rüsselchen. Rüsselchen, hä? Ja. Mein Schatz. Ja. Wie lange bist du noch wach? Bis ich schlafe. Okay, das ist eine gute Zeitangabe. Nee, ich glaube, ich hole mich gleich hin. Okay. Ich will gerade noch was essen. Ah, schmeckt's dir? Ja. Gut. Sehr gut. Nein, Papa, einfach nein. Die Borsten drumherum sind lecker. Boah. Gott, war der eklig. Voll, man stellt sich das auch noch vor. Wenn das mal im Glück essen, mach das Halbit. Lass es dir schmecken. Buschel, wenn du so finden kannst. Oh. Okay. Danke, mein Engel. Ich weiß. Was? Bis dann. Tschüss. Liebe dich. Ich kümmere mich jetzt um meinen Elefant. Ich mach das. Kümmere dich um deinen Elefant. Frisches. Oh nee, kein Xbox-Controller. Also, es ist. Von der Aufmachung her, oder? Von der Aufmachung her ist es eigentlich. Es hat zumindest A, B, X und Y Tasten. Aber das hier ist das gute Stück. Ist aber auch schon in die Jahre gekommen. Ist jetzt, glaube ich, auch 7 Jahre alt. Nee, wird 7. Wird 7 Jahre. Im September, glaube ich. September oder nächstes Jahr Weihnachten. Es hat zumindest sein 6. Jahr schon erreicht, der Controller. Ich liebe ihn aber immer noch. Er funktioniert noch. Er geht zwar mit Batterien, aber irgendwann komme ich auch ins moderne Zeitalter. Wobei, na gut, er hat ja dieses Wireless-Ding da. Was halt so semi-gut funktioniert. Deswegen muss ich extra ein USB-Hub hier extra nach vorne legen. Weil eigentlich würde ich das alles nach hinten packen. Geht aber nicht, weil sonst der Controller nicht erkannt wird. Deswegen muss es hier vorne alles sitzen. Ich habe gelesen, dass nicht jeder Controller für Steam geeignet ist. Besten Xbox-Controller sein soll, der alles unterstützt. Ja, meiner ist halt eigentlich ein richtiger PC-Controller. Das Interessante ist, mein PS4-Controller geht bedingt auch am PC. Also ganz bedingt, nicht bei allem. Bei manchen Sachen funktioniert der PS4-Controller aber. Aber ich weiß nicht, wobei doch, der Xbox 360-Controller, der liegt halbwegs gut in der Hand, finde ich. Ich habe, das ist schon ewig, ja, bei einem Kumpel mal Xbox One gespielt. War, glaube ich, Xbox One. Ich mochte das Tragegefühl davon. Also bei den wenigsten Xbox-Controllern. Ich muss ja meistens Controller wirklich. Aua, ich bin wieder tot. So Probe anfassen. Ja, das soll ganz schlecht sein bei der PS4-Controller, ja. Also der funktioniert halt echt nur bedingt. Bei manchen Sachen. Da kannst du den halt wirklich für nehmen, aber das meiste. Nee.
Aber wie gesagt, ich habe hier meinen Logitech-Controller. Und der funktioniert eigentlich super. Sofern Wireless erkannt wird und das Spiel nicht sagt, nö, ich habe heute keinen Bock. Aber das hatte ich auch beim alten PC zum Beispiel. Nur beim Laptop nicht. Beim Laptop funktioniert das mit dem Controller ohne Probleme. Der sagte auch nicht, will nicht, sondern hält sich ganz normal an seine Form. So wie ein Controller das zu tun hat. Ich mag diesen Boss nicht. Ich hasse fliegende Gegner, genauso wie Unterwassergegner. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber fliegende Gegner sind einfach so scheiße, in der Luft zu erwischen. Und Unterwassergegner, da ist das Kampfsystem eigentlich meistens scheiße. Ich hab ihn endlich. Warum? Wo habe ich jetzt so viel Schaden genommen? Wo? Nein, aus. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Weißt du, die anderen sitzen da, gucken aus der Ferne zu. Ich spiele Nahkämpfer. Wobei die anderen sind auch nicht besser. Die anderen sind auch Nahkämpfer. Ich hätte sowieso die Arschkarte gezogen. Das hat eben so schön viel Schaden gemacht. Wir haben ihn gleich. Letzte Phase. Und meistens die schlimmste bei den Bossgegnern. Wobei ich sagen muss, dass wir mittlerweile zumindest bei den normalen Gegnern, kleinen Mini-Bossen, sag ich mal, eigentlich schon recht gut sind. Die großen Bosse sind und bleiben knackig. Ich glaube, da muss man 10 Level drüber sein und damit der einfach wird. Stirb einfach. Ja, wir haben dich gleich. Ja. Geschafft. Oh, Glühwein. Und Astralblume bekommen. Jetzt ist die Frage, kann ich die Astralblume einfach so benutzen? Nee. Dann macht er einfach nur, dass ich... Ich glaube, der macht einfach nur, dass ich mehr HP kriege. Ich muss, glaube ich, nichts extra machen. Naja. Hätten wir das zumindest mal fertig. Wo war jetzt Sprint nochmal? Nein, das war nicht Sprint. Egal. ああ、それ俺も気になってたわ。クレナイのカラスに会う前から使えたんだろ?俺はダナの領主に使える兵士だったんだ。顔もろくに見たことのない雇い主のために戦うんだ。今にして思えば、あれはあれで奴隷みたいなもんだったな。ダナの領主?300年前、レネギスに連れてかれる前ってことか。じゃあ、本物のダナの剣術ってことだね。 ダナの剣術、そんなもんがあったのか?待って、300年の間に失われたものはたくさんあるんだよ。剣の使い方だ。ホトル、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 ホ
結果うまいもんができて、みんな笑顔になるならそれでいいんじゃねえか。なるほど、納得だ。 Gierspin. Und nach die Stellung wieder zurück. Hallo, der Herr. Wir sind zurück. Sind die Tornados endlich verschwunden? Ja, jetzt sind alle weg. Die Tornados waren für mich das reizende Kinderspiel. Nun, das wäre... Hä? Nun, das werde ich. Welche Art von Magie habt ihr bei diesen Dingern angewendet? Eigentlich war das Teamarbeit mit Fionn, stimmt's? Ja, ich weiß, wie man mit Waffen umgeht. Was hast du denn getan, während sie geschossen hat, junge Dame? Naja, ich habe sie angefeuert, ihr Befehl gegeben und, sie gefüttert. Ich bin doch kein Hund. Naja, gut, so viel wie Fionn frisst. Wie auch immer, es gibt jetzt keine Zeuge mehr, um die du dir Sorgen machen müsstest. Wir sehen uns später. Hier geht schon. Du bist selbst ein kleiner Tornado, junge Dame. Voller Energie und blitzartig wieder weg. Wir haben einen Stab für sie bekommen. Wie toll. Oh nein, nicht noch mehr Fähigkeiten, Matrix, bitte. Gut, fangen wir mal hier vorne an. Hat der noch irgendwas? Gerade nicht. Ja, muss nur ein bisschen sparen. Aber, warte mal, wie viel haben wir voll? 1, 2, 3, 4, 6. 6 Dinge haben wir schon voll. Bald die 7. wahrscheinlich. Hier haben wir noch was. Dann haben wir plus 20 Verteidigung. So, schon mal was. Gehen wir hier. Elementarverteidigung. Wenn wir eine Stabverwaltung. Machen wir mal. Waren in der Luft. Eine Menge. Aber wie das aussieht, geht das Spiel noch eine ganze Weile. Also ich habe mich jetzt nicht selbst gespoilert, aber ich habe tatsächlich mal geguckt. In einem Let's Play bei YouTube. Einfach nur in der Playlist geguckt. Wo der Kampf war, den wir gemacht haben, ich glaube, der lag ungefähr im 30er, 40er Part-Bereich. Und ich glaube, insgesamt waren es 60 bis 80 Parts. Also ich meine, es geht noch eine ganze Ecke. Und du kannst dann ja, glaube ich, immer noch... Wir haben noch einige Nebenaufträge allgemein noch offen. In Gebieten, in die wir aber gerade nicht wieder zurückkommen. Was wir ja gerade versuchen, dass wir da irgendwie in die alten Gebiete wieder hinkommen. Dann müssen wir, glaube ich, storymäßig erstmal irgendwie... ein bisschen weiterkommen. Wir sind, ich sag jetzt einfach mal im dritten Akt, glaube ich. Weil sich jetzt das Intro auch schon wieder geändert hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, das ist jetzt so der dritte Akt. Der zweite? Nee, dritte. Ein Zwischenakt gab es ja schon mal. Und wir machen hier hinten einmal den Zyklon-Schaltmühle frei. Aber wir holen Gott sei Dank schon einiges auf hier von den Sachen. Hier kann ich noch nichts machen. Bin nicht gesagt, dass das Spiel so lange geht. Ich war tatsächlich fast enttäuscht, als ich dachte, dass das Spiel fast zu Ende sei. Beim letzten Mal, also beim vorletzten Mal. Da dachte ich ja, das Spiel wäre so langsam Richtung Ende. Aber die Tales-Spiele, die gehen in der Regel so 40 bis 50 Stunden. Und wenn du alles machst, kannst du sogar die 100 Stunden erreichen. Die Tales-Spiele sind halt wirklich sehr, sehr, sehr lang. Und sehr zeitintensiv. Was aber nichts Schlechtes ist. Hab gestern eins auf Steam gesehen.
Du meinst wahrscheinlich Tales of Berseria. Wenn es mit einem B beginnt. Ja, das gehört auch dazu. Das ist quasi das Spiel davor. Aber du musst die Tales-Spiele nicht in der Reihenfolge spielen. Ich glaube, es gibt 2 Spiele oder 3 Spiele, die Nachfolger haben. Es gibt auf jeden Fall Tales of Symphonia 1 und 2. Das ist dann quasi der Nachfolger von dem einen. Und Tales of Psylia gibt es, glaube ich, 1 und 2. Und das andere sind alles Teile, also unabhängige Teile voneinander. Ähnlich wie bei Final Fantasy. Da gibt es ja auch nur 10 und 10, 2, die zusammengehören. Dann 13, 13, 2 und Lightning Returns. Und so weiter. Die kann man ja auch unabhängig von allem anderen spielen. Ja. So sehen wir uns wieder, Genji. Dir scheint es immer noch gut zu gehen. Ihr schon wieder. Keine Sorge, ich habe bisher nicht wieder Hunger gelitten. Ich habe aber nachgedacht darüber, was nötig ist, um an Menschen zu glauben und ihnen zu vertrauen. Eine ziemlich tiefgründige Frage. Verzeih, dass wir dich dabei stören, aber wir suchen etwas Bestimmtes. Wir suchen nach allen Aufzeichnungen oder Papieren, für die renäischen Truppen verantwortlich waren. Weißt du, wo sowas aufbewahrt wird? Aufzeichnung, meinst du solche? Oh. Ja, genau solche. Ich danke dir. Du hast uns viel Zeit und Mühe erspart. Schon gut. Ich vertraue darauf, dass du nichts Schlimmes damit anstellst. Bis 16 verschiebt sich durch die Pandemie auch um ein halbes Jahr, habe ich heute gesehen. Ja, habe ich auch schon gelesen. Finde ich auch nicht schlimm. Finde ich nicht schlimm. Die sollen sich ruhig Zeit lassen mit FF16. Wobei ich nicht glaube, dass Final Fantasy 16 so ein Flop wird wie FF15. Gut, es ist immer noch Meinungssache. Ich lasse auch jedem seine Meinung. Jeder, der FF15 mag, sei gegönnt. Ist nicht mein Teil. Weil FF15 hat mich einfach zu sehr enttäuscht. Ich werde es spielen, ich werde es auch im Stream jedes Mal, wenn wir die Reihe neu durchspielen, werde ich es weiterhin spielen. Aber es wird niemals den Hype kriegen, den alle anderen Teile für mich bisher hatten. Außer die, die ich natürlich noch nicht kenne. Das sind jetzt 5, 6 und 8, glaube ich. Die ich noch gar nicht kenne. Aber ich freue mich echt auf 16. Der Trailer letztes Jahr, glaube ich. Ja, letztes Jahr kam die Veröffentlichung des Trailers zu FF16. Die hat mich so umgehauen. Vor allem ich weiß gar nicht, ob das für... Nee, es war, glaube ich, nicht nur PlayStation. Es war, glaube ich, allgemein die Vorstellung der Spiele. Und ich weiß nur, dass ich da noch in meiner alten Wohnung gesessen habe. Da habe ich mir das damals angeguckt im Stream. Und die erste Szene kam. Die erste Szene kam und ich wusste genau, es ist Final Fantasy 16. Und desto weiter der Trailer dann ging, irgendwann war es halt echt einfach offensichtlich. Und am Ende, wo dann halt einfach der Titel kam, ich habe einfach nur geheult. So, das kann sich, glaube ich, auch noch an die Nachrichten erinnern, die ich ihm damals geschrieben habe. Da ging es, glaube ich, nur, oh mein Gott, Final Fantasy 16. Das wird 100%ig Final Fantasy 16 sein. Ich war so gehypt. Bin ich auch immer noch. Also auf 16 freue ich mich echt. Ich glaube, das wird ein gutes Final Fantasy. Ich habe irgendwie ein Gefühl. Ich weiß nicht wieso. Ich lasse mich aber überraschen. Mal sehen. Notio. Ah, da ist er ja. Bistion. Wird Wulrans Aufenthaltsort herausfinden. Letzte Übertragung empfangen aus Menergia. Scheint, dass die Kommunikation unterbrochen wurde. Das schon einige Zeit als vermisst geht. Das heißt wenig Gutes. Es wird leicht in der Gegend hier nach ihm zu suchen. Aber wo wir ihn finden, steht auf einem anderen Blatt. Moment mal, wenn ich an diesen Ort denke, könnte Notio der Soldat sein, den wir im Teich trafen? Damit könntest du recht haben. Würdest du uns dorthin führen? Sicher, aber dann schuldest du mir was. Wir wissen, wie es soweit ist. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich hab so ein Gefühl. Das hatte ich bei... Wie gesagt, das ist immer Meinungssache. Bei 13 hatte ich das. Bei 13 wusste ich auch, das wird ein gutes Final Fantasy. Bei 15, da hat mich der Trailer halt schon nicht geflasht. Und wenn mich ein Trailer meistens schon nicht abholt und ich das Spiel danach gespielt habe, dann spielt das Spiel selber auch nicht. Ich glaube, es gab 2 Ausnahmen. 2.
Ich glaube, das eine war... Ach, wie heißt das denn jetzt doch? Ni No Kuni, glaube ich. Das hat mich dann überzeugt. Der erste, den zweiten kenne ich nicht. Was war das andere denn? Glaubt ihr, ich komme jetzt auf das zweite Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ne, keine Ahnung. Ich glaube, es war auch irgendwas, was ich auf der PlayStation hatte. Und da kommen wir jetzt gerade nicht hin. Menantia. Ja, wir kommen einfach nicht nach Menantia. Wir müssen da irgendwie hin. Okay, also Hauptstory. Das andere können wir erst machen, wenn... Wenn es soweit ist. Nicht Frosttal, ich wollte... Nein. In die Tiefen. In die Tiefen wollte ich. Laber du mal. Geht sofort weiter. Muss Arma nebenbei kurz was machen. Geht aber ganz flott. Muss mich einfach mal einmal kurz rein pro forma. Ich muss wissen. Für den Fall, dass ich vielleicht nachher spontan, wie gesagt, wir machen ja einen recht langen Stream, dass ich zur Not bei den Raids nachher dabei bin. Bei Dufte. Will ich nur mal wissen, wie lange die Warteschlange gerade ist. Damit ich weiß, ob ich mich mit anmelde nachher oder nicht. Es geht gleich weiter. 2-3 Sekündchen. Ja, ja. Geht sogar. Ja. Gut, dann lasse ich das einfach mal laufen. Nein, das ist nicht das Spiel. Das ist das Spiel. Hallo? Ja. Ich glaube, wir mussten jetzt hier wieder rein. So, hier geht's vor. Südlicher Wanderpfad, ja. Das ist der südliche Wanderpfad. Eine Einstellung muss ich noch mal ändern. Fällt mir gerade nicht so. Jetzt passt es wieder.
Das hier hatten wir zwar beim letzten Mal schon, aber ich konnte mich leider nicht mehr dahin porten, wo wir beim letzten Mal waren. Aber so kriegen wir noch mal ein paar Fähigkeitspunkte dazu. Es schadet also nicht. Oh Gott, ich bin gleich tot. Unbegrenzt Fähigkeit nutzen, kurze Zeit lang. Ich würde auch behaupten, ich bin mit meiner Skillung recht zufrieden. Bisher. Ich hoffe echt, dass wir uns bald auch an die anderen Nebenaufgaben machen können. Weil dadurch würden wir nochmal so viel für den Fähigkeiten-Matrix dazu kriegen. Das wäre so toll. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, dass wir die auf 100% kriegen. Das habe ich glaube ich auch nicht mehr. 100% Runs machen wir irgendwann mal. Wenn ich die Geduld dafür aufgebracht habe. Oder wenn wir einiges von meiner Liste abgearbeitet haben. Okay, doch, da hinten hatten wir das alles schon. Dann brauchen wir da nicht mehr hingehen. Den können wir uns sparen. Wenn wir alt und grau sind, ja. Oh ja. Da kannst du von ausgehen. Also ich glaube, es wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen, bis ich so zumindest meine ganzen Lieblingsspiele abgearbeitet habe mit euch. Wie gesagt, es wird ja auch gerade auf die Capture-Card gespart. Ich wollte ja eigentlich eines meiner Lieblingsspiele schon nächste Woche zum Einjährigen spielen, aber das wird nicht. Wenn die Capture-Card so schnell wird, die niemals hier ankommen. Selbst wenn ich das bis dahin zu dem Kratz kriege irgendwie. Die Liste würde ich gern sehen. Also ein Teil davon siehst du bei Steam auf der Wunschliste. Das ist ein kleiner Teil davon. Da sind einige meiner Lieblingsspiele mit bei. Oder die ich schon bei Steam selber besitze. Da sind auch einige meiner Lieblingsspiele bei. Lieblingsspiele, die ich entweder noch nicht gespielt habe. Die ich noch haben möchte. Weil ich sie bei anderen mal gespielt habe. Aber nie selbst besessen habe. Und meine allerliebsten Lieblingsspiele stehen alle entweder hier im Regal oder sind auf der PS4 mit drauf. Das hier gefühlt alles die Spiele auf der Wunschliste. Ja, wie gesagt, meine Lieblingsspiele in der Wunschliste musst du suchen, tatsächlich. In der Wunschliste musst du sie suchen. Ein Teil der Lieblingsspiele habe ich ja Gott sei Dank schon. Die sind alle, oder die meisten davon sind schon welche, die ich schon besitze. Ich weiß nicht, ich kann ja irgendwann mal, kann ich ja mal zeigen, was ich an Spielen besitze. Ich besitze auch einige doppelt, aber meistens, weil ich sie dann kostenlos gekriegt oder günstig entweder gekriegt habe oder zusätzlich zu etwas bekommen habe oder. Oder halt durch die PSN-Spiele, Epic, wie Man of Medan. Wir spielen das irgendwann noch weiter. Ich verspreche es euch, aber ich weiß noch nicht wann. Irgendwann. Irgendwann, wenn ihr nicht mehr mitrechnet. Ich muss meinen Mut wiederfinden. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit an Hybrid, weil er mich doch das eine Mal so erschreckt hat. Er hat so einmal so einen Jumpscare rausgehauen. An der einen Stelle, kurz bevor ich Feierabend gemacht habe. Vielleicht liegt es auch mit daran. Das war schon nicht schlecht. Also das Ding war echt cool. Der Clip. Im Nachhinein muss ich ja doch echt drüber lachen, aber ne? So irgendwie.
Irgendwie in 2022 wollte ich den zweiten Teil mit dir spielen. Bis dahin habe ich Man of Medan fertig. Wir brauchen zwar 30 Anläufe, aber bis dahin habe ich Man of Medan fertig. Da kannst du Brief und Siegel drauf nehmen. Das machen wir. Wenn ich hier mit einer Windel sitze, weil ich Angst habe, mich einzupiesen. Oder man muss es spielen, wenn man total dicht ist. Aber das mache ich nicht im Stream. Ich erinnere dich immer wieder dran. Mama, das brauchst du noch nicht mal. Ich weiß, dass es das ist. Jedes Mal, wenn ich morgens meinen PC starte, oder nachmittags, oder wann auch immer ich den PC starte, lächelt mich das Spiel wunderbar an, weil es direkt vor mir, also direkt da, wo ich gerade sitze, direkt vor mir das Icon ist zum Spielen. Direkt vor mir. Ich kann es gar nicht verfehlen. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich morgens aufwache. Oder mittags. Oder abends. Es ist da. Es lächelt mich an und sagt nur, du bist die Nächste. なあ、何をしてるんだあれは。今まですると立ちが集めてた精霊力もレネギスに送られていたのか。私が知る限りは違う。最も例のレナスアルマ誕生、いや、ボルラーンが王の紋章を持つと判明して以来、私の知識に果たしていかほどの真実があったのか、怪しいものだ。デュアリム。だが、 糸を引いているのが何者であるにせよ、あれが以前から計画されていたことなのは間違いあるまい。なぜ？いかにレネギスといえど、あれだけのことを一月かそこらで行なうことはできまい。長期にわたる準備と、それに先立つ目的があったはずだ。では、スルドブリガは？今となっては、 その一環に過ぎなかったのではないかと私は考えている。ともあれ、今はそれ以上のことはわからん。このまま進むべきだ。道はまだ続いている。シスロディアに通じている可能性は高い。そうだな。進もう。茨。ああ、いや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 、い